Hallo zusammen und willkommen zurück zu XCOM Longborn der Version 1.1. Ja, Event Folge 2. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. In der letzten Mission konnten wir ja erfolgreich eine Entführung verhindern, haben einen neuen Sturmsoldaten bekommen, eine neue Sie. Und dazu ist natürlich das schöne Präzisionstiefernrohr für unseren Sniper, der auch gut ausgeteilt hat, leider kaputt gegangen. Aber so ist es nun mal. Ihr habt es gesehen, in 3 Tagen werden aktuell unsere Pulsbögen fertig. Die wird man dann versehen. Die wird man dann der Technik in der Hand geben. Schauen wir mal. Und dann, ja, der könnte dann, ich sag mal, mit der Ranger-Fertigkeit kann er auf jeden Fall aus der Entfernung, ich sag mal, relativ sicher so ein Alien gefangen nehmen. Ne? Er hat schon eine Reparatur-Perk. Okay. Na, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. So, Reparatur, Laserpistole ist fertig und die Rüstung in 2 Tagen. Ein Ingenieur für 12 Waffenfragmente. Ja, na klar. Ingenieure können wir immer gebrauchen. Commander, oha. Unsere Quellen berichten von einer bisher unbekannten Organisation, die XCOM-Operationen untergraben will. Diese Gruppierung hegt fehlgeleitete Sympathien für die Aliens und will in den Besitz von Alien-Technologie und Artefakten gelangen, die wir selber dringend brauchen. Nach ersten Berichten heißt diese Organisation Exort. Sie müssen den Ursprung dieser neuen Bedrohung finden und eliminieren. Commander, der Rat hat zusätzliche Mittel bewilligt, um diese Verräter zu bekämpfen. Wir können nach weiteren Exort-Zellen suchen und über das Lagerzentrum verdeckte Operationen starten, um sie zu sabotieren. Wertvolle Forschungsdaten sind der digitalen Kriegsführung von Exort zum Opfer gefallen. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Das war gerade eben fertig, die Rüstung, und hat uns jetzt wieder um 5 Tage zurückgeworfen. Wenn ich das jetzt ein Commander erzähle, ich mach's nicht. Nö, ich erzähl's nicht. Exort ist eine neue globale Bedrohung. Sie werden Operationen gegen XCOM durchführen, bis wir ihren Stützpunkt finden und vernichten. Ja, das ist im Prinzip so. In der Staffel 1 haben wir das nicht ganz geschafft. Wir haben sehr gut vorgearbeitet, aber wir haben es nicht ganz geschafft. Im Prinzip ist es so, wir dürfen mindestens, schaut mal, das sind ja mindestens 16 Länder, das heißt mindestens 15 Exort-Operationen machen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, pro Monat vielleicht 3 oder 4 Missionen, je nachdem, wie es eingestellt ist, grob von Longbar 1.1. Und wenn wir die soweit aufgedeckt haben, dass wir wissen, dass... Ich verstehe immer noch nicht, wofür sich die Aliens diese Mühe machen. Was könnten die wollen? Sorry, Central. Könntest du mich kurz ausreden lassen? Dankeschön. Und wenn wir dann ein Land nach dem anderen von Exort befreiend haben, zieht sich die Schlinge immer weiter zu. Und das letzte Land, was dann übrig bleibt, was nicht diesen Punkt hat, diesen Befreiungspunkt, wo wir schon waren, da befindet sich dann das Exort-Hauptquartier und wir können, ich sag mal, wir können loslegen. Wir können sie dort stellen und vernichten. Sieht übrigens richtig geil designt aus. Das ist eine ganz eigene Karte, dieses Exort-Hauptquartier. Und da gibt es auch einige spezielle Gegner da drin. Ja, macht richtig Spaß. Macht richtig Spaß, gegen die zu kämpfen. So, ja, Exort operiert mit kleinen Zellen. Führe verdeckte Operationen durch, um einzelne Zellen auszuschalten. Ihre Vernichtung liefert dir Geheimdienstinformationen, die du brauchen wirst, um den Exort-Stützpunkt zu finden. Exort-Zellen sind nicht immer sichtbar. Ordne einen Aufklärungsdienst. Ich gerade Versuche, die Störungen verursachen könnten. Ich warne das Personal sicherheitshalber vor. Danke, Central. Exort-Zellen sind nicht immer sichtbar. Ordne einen Aufklärungsscan an, um sie zu enttarnen. Verborgene Zellen können XCOM oder den Ländern, in denen sie operieren, Schaden zufügen. Genau, das haben wir gerade festgestellt. Es gibt dann Schaden mit die Panik anheizen, Schaden mit, das kostet uns unsere Credits, die wir jeden Monat bekommen, und das oder Forschungszeit. Und das Forschungszeit, den Malus, haben wir gerade eben bekommen und alles ist gut. Jetzt ist so, in Russland wurde gerade die Exort-Zelle aufgedeckt. Wir können jetzt hier einen Aufklärungsscan starten. Der erste im Monat kostet immer 50, das steigt dann potenziell an, nicht exponentiell, ich glaube nur potenziell. Der zweite kostet 75, der dritte 100 und so weiter und so fort. Wir machen es aber so, damit wir schon, wir wissen ja schon, dass sich in Russland eine Zelle befindet, starten wir eine verdeckte Operation.
Hier musst du einen Soldaten auswählen, der die angegebene Exo-Zelle infiltrieren und wichtige Geheimdienstinformationen herausschmuggeln soll. Können wir die Menschen in diesen Städten ruhig halten. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist Chaos. Stimmt. Okay, nochmal. Hier musst du einen Soldaten auswählen, der die angegebene Exo-Zelle infiltrieren und wichtige Geheimdienstinformationen herausschmuggeln soll, die dir helfen, den Standort des Exo-Stützpunktes zu finden. Ganz wichtig. Nach ein paar Tagen Arbeit im Untergrund kannst du diesen Soldaten dann in einer speziellen taktischen Mission wieder abholen. Ja, das können immer. Das sind zwei Missionen, die sind natürlich verschieden. Die eine heißt den abholen, wirklich nur abholen. Und ich glaube mal zwei solche komischen, solche Radarposten einfach nur aktivieren und dann abhauen. Und der andere ist einfach nur Exalt von der Karte tilgen. Komplett entfernen. Exalt. Spione können nur Pistolen benutzen, daher sind Pistolentechnologie und Gießerei-Upgrades hilfreich. Sie testen dort unten potenziell gefährliche Ausrüstung. Spione haben eine starke Fähigkeit während ihres Einsatzes, den Hack-Angriff auf Exort-Kommunikationsanlagen. Das ist das, was ich gerade eben angesprochen habe. Wenn du eine Exort-Kommunikationsanlage entdeckst, kann sich dein Spion hineinhacken und damit die Waffen aller Exort-Truppen für kurze Zeit lahmlegen. Das geht, glaube ich, ein oder zwei Runden. Danach müssen die, also die verlieren im Prinzip ihren Munitionshaushalt für die Waffen. Danach tun die nachladen und dann können sie in der übernächsten Runde wieder schießen. MG-Schützen, Rocketeers, Rekruten und Mech-Kämpfer eignen sich nicht für Spionageeinsätze. Ich habe mich darauf geeinigt, die Spionageeinsätze mit Aufklärern, ich sag mal, zu belegen. Ich sag euch auch warum. Und zwar die Aufklärer, die können, die haben die meiste Reichweite. Das heißt, mit denen kann man am effektivsten auf der Karte rumlaufen. Ich sag mal, maximal ein oder zwei Zügen ist man dann von einer Exort-Kommunikationseinrichtung zur nächsten gelaufen. Wenn man hier diese Rescue-Mission bekommt oder wenn man diese Destroy-Mission bekommt, dann kann man mit diesen Exort-Kommunikationsanlagen die Waffen, ich sag mal gezielt oder taktisch gezielt, die Waffen von Exort lahmlegen und die dann. Keine Ahnung, was dort los ist. Sprechen Sie mit dem Wartungsteam. Und die dann ausschalten. Okay. Soviel zu dem Gelaber. Jetzt schauen wir mal, hier kann man die auswählen. Sanitäter, Sturmsoldat, Aufklärer zum Beispiel. Wir haben dann einen Obergefreiter, unseren Archiv. Der kann 15 plus 3. Wir nehmen auf jeden Fall mit die Laserpistole, weil die ist genauso gut wie die richtige. Macht aber mehr Schaden. Dann kriegt er noch einen Bewegungsmelder mit. Und dann, ich sag mal, sagen wir mal eine HE-Granate. Irgendwas Offensives. Ihr seht, der kann sich 18 bewegen. Könnte man natürlich noch was, schauen wir mal. Wir schauen erstmal in die Kaserne. Gucken wir mal so den Obergefreiten an hier. Und das ist nämlich einer. Das ist ein, ich nenne es jetzt mal Angriffsaufklärer oder ein Sniper Light. Den starten wir hier sowieso mal mit der Taktikweste aus. Dann kriegt er hier die SMG mit und kann sich schon 15 plus 4 bewegen. Und wenn wir den jetzt in das, Lagezentrum, verdeckte Operationen. Sturm, Aufklärer. Ach nee, das ist trotzdem, okay, 15 plus 3 ist trotzdem dasselbe. Okay, ich hatte gedacht, wenn man die jetzt mit der leichten Rüstung versieht, dass die noch einen Reichweitenpunkt dazu bekommt. War leider nicht so, aber trotzdem, alles gut. Dann kriegt er die Laserpistole mit Bewegungsmelder, HE-Granate und so soll er sich schon relativ schnell und weit bewegen können. Und dann entsenden wir den Spion. Direkte Einsatzkraft in Position, um Exor-Zelle zu sprengen in Russland. Genau, das ist dann Russland im Einsatz. Ich denke mal, das wird... Ihr seht, das dauert 6 Tage. Das kann auch ein bisschen mehr dauern oder ein bisschen weniger. Genau weiß ich das gar nicht mehr. Und während diesen 6 Tagen können wir nichts machen. Erst wenn die 6 Tage rum sind, dann können wir den guten Mann abholen. Und dann können wir dort eine Mission starten. Entweder, wie gesagt, entweder retten oder Exort vernichten. Jetzt schauen wir hier mal weiter. Mal gucken, was noch passiert. Hochbalance. Klein, Rüstung, keine Ahnung. Das ist aber mit diesen komischen Leuchtkreisen an der Seite. Das ist so ein Satellitenvernichter. Da schicken wir auf jeden Fall mal unsere Besten hoch. Auf jeden Fall gleich mit nicht mit diesen panzerbrechenden Raketen, sondern nur mit diesen normalen konventionellen Raketen. Das war ein schwerer Treffer. Schön. Okay. Der eine Jäger hat ganz schön was abbekommen. Ganz klar. Kampfschiff Kanada. Das Schöne ist dran... Oh, leichte oder mäßige Vegetation. Sehr schön. Das Schöne ist dran, wir nehmen auf jeden Fall zur Exort-Mission nehmen wir einen Infanteristen mit. Auf jeden Fall. Und wir haben da noch zwei, drei kleine Tricks auf Lager, die ich euch dann auf jeden Fall zeigen will. Hier haben wir zwei Sturmsoldaten am Start.
den Shang, unseren Stabsgefreiter, da heben wir auf jeden Fall auch für die Exort-Mission auf, die dann in 6 Tagen losgeht. Aktuell, ihr seht's, ne, haben die alle in 2, 3, 4, 5 oder maximal einen Tag, sagen wir mal, werden die wieder da. Der Infanterist auch in 4 Tagen, das ist absolut mega. Und einen Sturmsoldat werden wir uns auch gerne für die Mission aufheben, wie gesagt, unseren Shang. Und alles andere können wir hier mitnehmen. Da fangen wir mal an. Ah, mir fällt gerade schon mal was auf. Wir haben keinen Aufklärer. Was aber gar nicht schlecht ist, hier hätten wir zum Beispiel einen potenziellen neuen Sanitäter. Den nehmen wir gleich mal mit. So. Dann machen wir aus ihm... Nicht lachen. Dann machen wir aus ihm wieder so einen kleinen Aufklärerlei. Der kriegt einen Bewegungsmelder, ein Medikit, eine Tech-Weste. Und kann sich auch dementsprechend relativ schnell bewegen. So. So, wen nehmen wir denn hier mit? 2 Rocketeers am Start. Nehmen wir den mit, der noch nicht so gut drauf ist. Genauso wie der Heiler. Nehmen wir auch noch mit. Das hier ist ein relativ kleines UFO. MG-Schütze, Obergefreiter, sehr gerne. Was hätten wir denn? Stabsgefreiter, Scharfschütze. Hier oben der Feldwebel. Und unser Unteroffizier wird auch bald wieder einsatzbereit sein. Das heißt, hier nehmen wir gerne den Feldwebel mit. Techniker läuft auch soweit. Feldwebel. Jetzt hätten wir hier noch einen Unteroffizier. 8 Stunden erschöpft. Das heißt, der hat dann auch den Reparaturbrück. Also alles gut. Gerne den auch noch mitgenommen. So, und jetzt hätten wir noch einen Slot frei. Was haltet ihr von unserem Gefreiten? Yaskarin Rai. Den wir es befördert hatten. Oder sie. So, schauen wir mal. Sturmkarabiner, Tech-Weste, alles gut. Sanitäter bzw. Heiler 15 minus 1. Ja, ist alles gut. Wir könnten für den Sanitäter übrigens mal noch dieses Mittelding bauen zwischen Zersplitterungslaser und Lasergewehr. Diesen Laserkarabiner. Damit wäre er deutlich flexibler und würde mehr Schaden austeilen, wie das Sturmgewehr hat. AP-Granate, Medikit, ist alles schick. MG-Schütze hätte doch eigentlich effektiv... Nein, hat er nicht. Okay, sollte man dann vielleicht noch Gegenstände freigeben? Nein. Haben wir gar keine MG gebaut? Okay. So, dann nehmen wir den Scharfschützen. Dafür haben wir noch keine Waffe entdeckt, beziehungsweise erforscht. Das ist im Prinzip so. Backup Medikit am Start. Hier unser Soldat. Unser Aufklärer Light, der dann später Sanitäter wird. Oder Sanitäter Light, sage ich mal. Techniker, ist eigentlich gut ausgerüstet. Könnten wir vielleicht zur Not für ihn ein Lasergewehr mit. Wobei, wir heben es uns auf. Wir heben es uns ehrlich gesagt auf. Weil das Reparieren, das dauert dann wieder sehr, sehr lange. Und das Risiko möchte ich weiß Gott nicht eingehen. Alles gut, kein Problem. Und hier hätten wir unseren Sturmsoldat, die nette Dame, der verpasse ich auf jeden Fall noch die Keramikbeschichtung, weil die muss mit der Schrotflinte sehr nah ran, um da irgendwas auszulösen. Und ja, das war's. Das ist unser Trupp. Leichte oder mäßige Vegetation. Ich würde sagen, los geht's. Und go. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Wir haben die Koordinaten der außerirdischen Absturzstelle. Zum Glück gibt es in der Gegend nur wenige Zivilisten. Wir müssen das Gebiet sofort sichern. Oh, entschuldigt bitte, ich musste kurz niesen. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Also ihr seht, wir starten hier unten, ich sag mal, ziemlich, ja, vielleicht so rechts am Rand ein bisschen. Ich denke mal, die rechte Seite wäre hier definitiv gesichert. Ja, machen wir mal die ersten Schritte, oder? Hier vorne auf der Seite würde ich mal behaupten, befindet sich das UFO. Und ja. Ich denke mal, mehr gibt es hier gar nicht zu sagen, oder? Nee, Bewegungsmelder. Niemand in Sicht. Mhm. Und dann bewegen wir uns noch ein bisschen vorwärts. Keiner da. Keiner da. Okay. Auf dem Weg. Verstanden, Commander.
Ist eigentlich ungewöhnlich, aber es ist okay. Unseren Sniper stellen wir mal hier oben schön hin. Auf so einer erhöhte Position. Ich habe alles im Blick. Ja, wie gesagt, den Rocketeer, da würde ich auch nicht rummachen. Den setze ich ja ganz normal in Feuerschutz, weil ich denke mal, wir sind nur noch so weit von den Gegner weg. Ich bin gespannt, was überhaupt erstmal für Gegner kommen. Sektoiden, habt ihr das gehört? Die Gegner kommen. Und vor allen Dingen, so wie es aussieht, sind die auch nicht mehr weit oder ganz so weit weg. Ah, seht ihr, ich hab mich... Ne. Hier müsst ihr irgendwo kommen. Hier hinten kommt das UFO. Okay. Ja genau, jetzt sieht man es im Nebel. Na, dann gehen wir mal hier vor. Nein. Und hier müsste dann die Grenze kommen. Ja genau, hier. Hier kommt der Kartenrand, alles schick. Dann können wir dann ja mal noch dementsprechend hier ein bisschen weiter vorlaufen. Ungewöhnlich, dass hier auf der Seite noch alles frei ist. Na, dann gehen wir mal. Dann sprinten wir mal, würde ich vorschlagen. Ja, Sniper. Hm. Der stellt sich auch hier hoch, würde ich vorschlagen. Oder vielleicht da. Hier runter geht auch noch zur Not. Rocketeer hierher. Schwere Deckung. Und dann bin ich mal gespannt. Mal sehen, ob irgendwas auf uns zukommt. Ach nein, wisst ihr. Und wir laufen genau in die falsche Richtung. Ich hab's gehört. Rechte Seite. So, dann würde ich vorschlagen, du läufst gar nicht so weit weg. Dann bleibst du erstmal hier, auf der Flanke. Verstanden, Commander. Bin unterwegs. Ja, und dann Aufklärer, den setzen wir dann auch schon ein bisschen weiter vor. Genauso wie unseren MG. Verstanden, unterwegs. Immer wachsam, Commander. Ach, den Sturmsoldaten hätte ich mal mit dem Double Move vorlaufen lassen können. Techniker geht hier an die Wand. Und hier sind sie schon. Ich grüße euch. Mindestens ein Reflexschuss. Und der eine Schuss hat sogar getroffen, gell? Ich sag's nochmal. Okay. Alles klar. Sniper für 45. Okay, das ist nicht gerade viel. So, jetzt sehen wir wenigstens mal ein bisschen was. Dann machen wir es so, versuchen wir die linke Deckung zu zerstören und die rechte wenigstens den Sektoiden da mitzunehmen. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Nein, ach, das sind ja alle, der hat ja alle beide getötet. Ach, nee. Ein sehr gut ausgebildeter Techniker, sage ich jetzt mal. Das ist auch geil. Okay. Mit einer Granate hat er zwei umgebracht. Wisst ihr, wenn man es will, passiert es nie. Und wenn man es nicht will, passiert es immer. Einfach umgebracht. Mann, Mann, Mann. So, du gehst aber trotzdem in Deckung, bitte. Und du bleibst gleich hier. Ja, hier kommt nämlich dort, genau. Hier kommt der nächste Kollege gelaufen. Mega Treffer. Super. Klasse. Was jetzt? Ah, doch nichts. Okay. So, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir laufen mal Richtung UFO. Mal gucken, ob wir noch irgendwas aufdecken. Nee. Ich sag mal, die andere Gruppe, weil das ein kleines UFO ist, ich denke mal, die andere Gruppe wird noch mit... Ach, wie fies ist das? Oben drauf, ne? Ich freue mich darauf, was ich in den Kommis lesen durfte letztens von euch. Wenn man dann endlich dieses Gengebäude gebaut hat, dass wir dann endlich unsere Soldaten genmodifizieren dürfen, dann erhalten wir dann endlich die Gelegenheit. So viel möchte ich nicht vorausspoilern. Ich sage nur, man erlernt Fähigkeiten. Ja, ich sag mal, die wären eigentlich nicht normal
für normale Menschen, beziehungsweise unsere Soldaten. Und die geben an dann halt auch die Möglichkeit, auf ein UFO, egal wie, drauf zu kommen. Und dir, also und uns das Meld auf dem UFO zu sichern. Und das finde ich richtig mega, da freue ich mich riesig drauf, das euch zeigen zu dürfen und euch erklären zu dürfen, auf was es da dann alles ankommt. Das sind insgesamt, ich weiß gar nicht, ein Soldat kann man dort mit 4 oder 5 speziellen zusätzlichen Fähigkeiten ausstatten. Kostet natürlich alles ein bisschen was, aber was soll der Geiz? Was wir haben, haben wir. So, da hinten war gerade noch irgendwas. Okay, der Sniper steht hier, das heißt am Kartenende oder an der Grenze sollte noch was stehen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Laufen wir mal hier runter. So, da wird er nämlich nicht gesehen. Der MG läuft mal mit zum Sniper. Eigentlich gar nicht so schlecht. So. Sturmsoldat. Unterwegs. Auf jeden Fall mit an die Front. Direkt mit nach vorne. Oh, wir haben es schon ausgelöst. Das sind 2 Sucher diesmal. Das ist natürlich jetzt richtig mies. Könnten wir die treffen? Die könnten wir nicht treffen. Keine Chance, aber vielleicht mit einem Höhenvorteil. Zu 99. Waffe, Gegner im Freien. Das Ding fliegt nicht. Klärt mich auf, dieser Sucher hat 100% Crit und es steht nirgendwo, dass der gelandet ist, aber auch nicht, dass er fliegt. Das heißt, ich betitel das jetzt mal oder ich definiere jetzt den Sucher mal ganz klar auf gelandet. Halt mal drauf, bitte. Dankeschön. So, und du kannst eigentlich hier maximal noch hierher laufen. Und mit 46% da drauf halten. Okay, Feuer. Schade. Na gut. Noch gar nicht. Dann bleibst du hier drüben bitte auf der Flanke. Und gehst hier einen Feuerschutz. Und dann hoffen wir mal, dass er noch ein Stück rankommt. Dass wir den... Ah, nein. Okay, tarnt sich. Ja gut. Ja, es ist halt so. Okay. So, dann nutzen wir mal unseren Aufklärer. Schauen mal, wo der Außenweltler gerade steckt. Oh. Keiner da. Und das Fieseste von allen ist, dass der Sucher aus jeder Ecke natürlich jetzt auch feuern kann. Egal, wo er gerade ist. Das können wir nur eins machen. Und das machen wir jetzt auch. Gehen wir hier, ja? Dann nehmen wir den Gefechtsscanner zur Hand und werfen den, ich sag mal, in den relativen, ja, in den Radius, wo man den hoffentlich jetzt sieht. Ja, sehr schön. Ah, Mist. Ja, schade. Echt schade. Komplett negiert. Der Schaden komplett negiert. 38 mit dem Prezi wird auch nicht mehr. Was kann der Gunner? Gunner mit 73. Na komm, halt drauf, komm, verlier's. Schön, mega, dankeschön. Genauso habe ich mir das vorgestellt, meine Liebe. So. Stabilisieren. Ich sag mal, den Sniper. Ja, der hätte ja hier eigentlich einen ziemlich guten Schusswinkel, ne? Oder. Hier. Hab's gehört. So. So unglaublich mit der SMG. Da holt man niemanden mehr vom Ofen vor. Auf keine Chance. So, jetzt sollten wir den auslösen, denke ich mal. Ja, wir haben den zwar ausgelöst, aber was ist passiert? Habt ihr das gesehen? Was ist passiert? Der kommt nicht mal ran mit seiner Reichweite. Der Rocketeer hat keine Chance. Dann werden wir das hier mal stabilisieren. Was ist mit unserem Sniper? Sieht der? Der könnte den doch sehen von hier, oder? Was meint ihr? Nein, der sieht den nicht. Oh Mann. Okay.
Gunner muss mit vor. Gunner muss bitte mit weit vor. Sturmsoldat in jedem Falle genau dasselbe. Ich sag mal, Techniker hat leider neben, oder? So, und dann hätten wir hier noch unseren Sunny. Hierher, oder? Nee, das ist es tatsächlich so, dass der... Okay, machen wir mit dir rauf. Jetzt hätten wir ihn ausgelöst. Alles klar. Ja gut, ja. Gehen wir hierher. Grüß dich, 100, 100, mein weg. Sehr schön. Dankeschön, Central. Also ich sag mal, wenn man... Das war da jetzt irgendein Bug, oder? Also ich sag mal, wir sind ja direkt durch die Sichtlinie dieses Außenwettlers durchgelaufen. Das, was mir allerdings ja schon ein bisschen schlaflose Nächte bereiten wird, ist, der hat ja auch zu uns geguckt. Aber wir haben den nicht ausgelöst. Warum nicht? Das gibt's ja gar nicht. Das kann ja nicht sein. Das beobachten wir mal, auch in den nächsten Folgen. Ab nach Hause. Im ganzen Trupp. Keine schlechte Leistung. Ja, danke schön. Und ihr glaubt es nicht, der hat sich ja automatisch zum Sanitäter befördert, oder? Das kann ja gar nicht anders sein. Okay, Unterstützungsklasse. Sektoidenleiche haben wir gebogen und zwei Sucherwracks. Alles andere haben wir, glaube ich, mit Granaten zur Strecke. Ja, mit Granaten zur Strecke gebracht, beziehungsweise. Doch, es ist so. Zwei Sektoiden haben wir leider mit einer Granate ausgelöscht. Okay. Ich sag mal, in der nächsten Folge werden die Pulsbogen fertig. Ich bin gespannt, was die können. Ja, die nehmen wir dann auf jeden Fall mal mit. Und dann bin ich gespannt, welches Alien-Mörder zuerst gefangen nehmen wird. Bis dahin möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal alle wieder zahlreich mit dabei seid. Der Commander und ich, wir würden uns riesig freuen. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.